Ein herzliches Hallo. Wirst du immer wieder von Heißhungerattacken geplagt? Dann gebe ich dir hier drei Tipps an die Hand, wie du die unter Kontrolle bringen kannst. Erster Tipp: Starte den Tag mit einem ausgewogenen Frühstück. Zum Beispiel einem selbstgemachten Müsli ohne Zuckergehalt mit Naturjoghurt, frischen Früchten, Nüssen drin, ein Porridge, Eierspeisen oder auch ein selbstgemachtes Smoothie mit frischem Gemüseanteil. Zweiter Tipp: Versuche dich an die Essenspausen zu halten zwischen den Mahlzeiten. Zwischen Frühstück, Mittagessen, Mittagessen, Abendessen mindestens 4 bis 5 Stunden und in der Nacht, wenn es geht, 12 Stunden. Denn in der Nacht wird das meiste Fett verbrannt und umso länger diese Periode ist, umso besser. Dritter Tipp: Versuche Süßes immer als Nachspeise zu konsumieren. Denn dann ist dein Blutzuckerspiegel sowieso schon oben und das ist viel, viel weniger schlimm, als wenn du zwischendurch naschst. Wenn du das beherzigst, dann wirst du sehen, dass du viel weniger geplagt wirst von Heißhungerattacken und so viel leichter durchs Leben gehen kannst. Wenn du Fragen hast, bin ich gerne für dich da. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.